Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, so folgen gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, wir gehen in den Item Shop vom 23.11.2019. Wir haben im Shop eine neue Lackierung. Das Schlachtenstäbchen ist da, Leute, ja, das Schlachtenstäbchen ist da und der Blasenkamo. Eine neue Lackierung. So, also. Komm doch. Fang mal rechts mit dem Komm doch an. Finde ich mega cool. Haben wir früher auch gemacht auf dem Schulhof. Also ich zumindest. Komm doch. Für 200 V-Bucks das Teil kriegt von mir demzufolge 10 von 10. Von mir auch. 3,175 bei 6 Votes, meist am 9. Juli 2018 Schock gewesen, seit dem 5-mal und 16 Reminders. Ja, sorry, zu viel Bruce Lee geguckt, so deswegen. Bracer, 800 V-Bucks. Find ich persönlich ganz cool, kriegt von mir. 7 von 10. Von mir auch. 3,3255 bei 37 Votes, das ist am 25. Mai 2019 Schock gewesen, seit dem 7-mal und 28 Reminders. Und rote Talung. Red Camo kriegt von mir. Klick mal da bitte unten durch. Ist besonders toll, sieht's nicht aus, ne? Ich find's gut. Echt? Ich bin 5 von 10. 7 von 10. 5 von 5 bei einem Vote und 5 Reminders. Okay. Und Krabbe. Der Krabbi Emote von 500 V-Bucks. War ja die Diskussion am Anfang, ist das ein Meme oder nicht? Das ist das Grabby-Meme eingetragen. Oh. Kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10? Ja. Echt? Ja. Okay, von mir kriegt ihr das 8 von 10. 4,165 bei 31 Posts am 2. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 7-mal und 34 Reminders. Und übrigens, by the way, Support the Creator Code ist vollgleich TV, ist einfach der coolste Creator Code, den ihr eintragen könnt. Seestern, Gameplay oben rechts jetzt verknüpft, verlinkt. Verlinkt. Ja, finde ich persönlich, zoom mal an die ran. Es ist auch cool da hinten. Also ich finde die gar nicht mal so schlecht, von mir geht die 8 von 10. Auch. 3,125 bei 37 Votes, das ist am 2. Juli 2019 im Schock gewesen, seitdem 5 Mal und 23 Reminders. Und nun kommen wir zu dem, hier, Season, wurde in Season 3 eingeführt. Warum ich das von gestern erstmal, da? Kannst du ja mal deine Benotung für geben? Oh, guck mal, jetzt kannst du sogar sehen, wann das... Ja, das weiß ich schon die ganze Zeit. Season 4? Season 8? Der merkt man, wann der sofort das letzte Mal... ein Video mitgemacht hat, ja. So, okay. Dunkle Fold. Ja. Was ist mit dem Chugger von gestern? Wir kommen erstmal zum dunklen Fold. Naja, gut. Da muss man mal aufpassen, dass man das nicht falsch ausspricht. So, also 2000 V-Bucks. Oh. So, ja, der Teil, ja, sieht ja auch schon fast so ein bisschen knubbelig aus da. Der Teil kriegt von mir, keine Ahnung, 7 von 10. 8 von 10. 3,94 von 5 bei 109 vom 8. April 2018 Schock gewesen, 16 war 100 überall. So, dann sind wir weiter hier bei dem Weltraum-Landegerät. Du findest, glaube ich, die dunkle Version besser. Ich finde die silberne Version besser. Von mir kriegt die silberne Version 8 von 10 und das kriegt von mir 7 von 10. Okay. Die kriegt von mir 10 von 10. 4,61 von 5 bei 41 Votes, das vom 8. April 2018 im Schock gewesen, seit dem 16. Mal und 44 Reminders. Die kriegt von dir wie viel? 8 von 10, ne? Ja. Von mir kriegt die auch. Umgekehrt, 7 von 10 kriegt die silberne von mir. Und von den anderen? Die kriegt von mir 8 von 10 und die andere kriegt 7 von 10. Ah, okay, von mir kriegt die 9 von 10. So. 3,26 von 5 bei 19 Votes, das vom 8. April 2018 im Schock gewesen, seit dem 16. Mal und 16 Reminders. Ja. Genau. So. Dann sind wir mit dem Set auch schon soweit durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie benotest du denn den großen Schluckus? 10 von 3,885 bei 8 Votes und einem Reminder. Auch ein Gameplay jetzt oben rechts in der Ecke verlinkt. Übrigens einer der coolsten Backpacks, die es gibt. Finde ich auch mega geil, das Teil. Ist aber halt schon echt riesig gewaltig. Ja, ne? 10 von 10. Aber du kannst mal die. 5 von 5 für 4 Votes und 0 Reminders. Okay. Ja, schon ein fettes geil. Teil. Und Schlürf. Ja, vor allem, ne, wenn du danach suchst, dann kriegst du nur die animierte.
Schlürflackierung. Ja, und die hat natürlich eine mega geile Note. Oh mein Gott, das gibt es auch nur die. Ha? Ja. Die andere wird ja gar nicht vorgezeigt. Richtig. Auf unserer Seite. Oh, richtig. Cool. Sehr cool. Richtig. Da ja ist tatsächlich ein Fehler hier momentan. Wow. Ja, ja. Oh ja. Ja. Ah ja. Ist tatsächlich ein Fehler momentan. Ja, okay. Deswegen können wir euch gar nicht sagen, wie die momentan benotet wird aber, von euch. Aber. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Note würdet ihr geben? Ja, ich kann trotzdem ganz schnell herausfinden. Wie denn? Wie willst du es denn machen? Ich krieg das raus, ich sag's dir. Leute, kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln. Ich krieg das raus. Ich krieg das jetzt sofort raus. Und wie viel? Ich glaube nicht mal, dass da irgendwelche Noten drauf sind, weil ich glaube, kaum jemand schafft es da. Also selbst wenn du jetzt drauf kommst, glaube ich kaum, dass es jemand anderes gemacht hat. Weil alle kriegen diese normale Slurp angezeigt. Ja, stimmt. Aber theoretisch könnten vielleicht irgendwelche Leute auch auf die Idee gekommen sein, dass... Ja, nur um das Ding zu bewerten. Ja, bewerten. Genau, natürlich. So. Also suchen sie jetzt stundenlang nach den ganzen... Wo, wie heißt es? Slurp, ne? Slurp. Ach, es. Ist das ein grünes Item? Ja. Oder? Ja. Also die Sache ist, Leute, wenn ihr euch überlegt, wenn ihr euch jetzt fragt, was machen wir die ganze Zeit? Wir scrollen jetzt, wir lassen jetzt kurz alles runter durch scrollen. Alle Items, die es hier, jemals gab. So. Es, Gott, Also das mit Buchstabieren, das lernen wir nochmal, ne? Hier. So. Slurp, hier haben wir sie. Zack. Ach! Ach und schon, du kommst wieder drauf. Siehst du, das ist... Oh, Mann. Ja, ist ein Fehler. Egal. Fertig. Okay, die kriegt von mir auf jeden Fall nicht viel. Aber ich frag mich auch, warum sie das überhaupt so gemacht haben. Ja. Wieso haben sie zweimal einem Item den gleichen Namen gegeben? Fuck Epic Games. Ich war auch gestern, könnt ihr gerne nochmal in das Video reinschauen. Ich war gestern auch mega irritiert, ich so Schlürf, kenne ich krieg von mir 4 von 10. Habe ich irgendwie besser in Erinnerung gehabt? Krieg von 4 von 10. Okay, alles klar. So. Dann, oh. Was? Keine Ahnung. Dann, so, dann sind wir bei diesem Blasenkamo. Ja, stimmt, wir kommen erstmal zum Blasenkamo. Wie sieht denn das aus? Finde ich auch nicht so gut, gell? So, zeig mal. Boah, nee. Was? Oh mein Gott. Also, ich meine, gute Tarnung auf jeden Fall. Das Teil, wenn es so dunkel wird im Wald, siehst du das Ding gar nicht mehr. Nein, du musst ganz grün sein, damit du das... grün, ja genau, du musst ganz grün sein, damit dich... Achso, damit man besser getarnt ist, deswegen machen die das beim Militär auch. Die machen immer in einer Farbe. Hm? So, wenn du meinst, jetzt, du spielst jetzt auf den Toy Trooper an. Ja, genau, eben. Also Leute, wenn ihr irgendwann vielleicht mal irgendeiner von euch zur Bundeswehr geht, dann habt ihr auch nur grüne... Müsst ihr ja zum Glück nicht mehr. Ja, habt ihr auch nur grüne Jacken an, weil grün mit solchen Camouflage-Dingern, das sieht nein, das Flecken, jeder. Flecken macht da keiner drauf, das ist so, nein, das ist alles nur in einer Farbe, Ja. So, alles am besten noch in so damit richtigen... Damit man besser getarnt ist, genau, alles nur in so richtigen Knallgrün, in so, am besten noch in so, nachts so und mit, Knallorange mit Spiegelreflexion, also mit solchen Lichtreflexionen, ja. Aber ganz ehrlich, diese Lackierung hier, wenn diese Blubberblasen nicht drauf wären, die würde man echt in dieser dunklen, momentan so in diesem dunklen Wald oder so, siehst du die nicht. Nee. Ist echt cool, gute Tarnung. Nichtsdestotrotz gefällt sie mir nicht so wirklich gut. Und, aber Tarn, also so irgendwie so ein zwischen Effektivität und Schönheit, gebe ich dem Ding 7 von 10. Ja, von mir auch. Wir hatten das keine Thema Benotung, heute gehabt. Null Reminders. Was haben wir heute geguckt nochmal vorhin? Daredevil, was hat er gesagt? Ja, die Anfänger, die suchen sich immer so Waffen raus mit einem schönen verzierten Schaft und was weiß ich das nicht. Das war der Punisher. Das war der Punisher, ja, bei Daredevil. Und genauso sehe ich das auch, ja. Effektiv muss es sein. So, Schlachtenstäbchen. Ach, da wieder, das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Wieso sollte man so rumlaufen? Ja, so ist doch. Warte mal. Ich. So ist doch viel besser. Ja, zeig mal. Zoom mal an den. Geh mal bitte auf Stilvorschau, dass er nicht ständig durchswitcht. So. Also, wenn er die ganze so. Zeit und so. Oh. Gott. Und super. Also ich meine, ich mache ja kein Hehl draus, ja. Ich habe es euch ja auch so schon gesagt. Ich weiß, es gibt mega Fans von dem Fischstäbchen-Skin, ja. Und einer ist ja unser Trimax, ja, unser Fischstäbchen. Wird ja schon so genannt teilweise, das Fischstäbchen. Grüße gehen raus an dich. Trilex.
Wird eigentlich über Trilex. Trilex, ja, Grüße gehen raus an dich. Das Video ist auf jeden Fall cool, wenn du nicht gerade der Meinung bist, Nein, das war ja nicht er gewesen. Doch. War er das der beste Mac-Spieler der Welt? Ja. Nein, Trimax? Echt? Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz. Und sich dann hinterher um die Macs zu beschweren. Ja, aber nichtsdestotrotz, Schlachtenstäbchen, also ich finde die Dinger kacke. Mir gefallen die überhaupt nicht. Ja. Ging von mir 4 von 10. 4 von 10. Ja. 3,575 bei 7 Volts und 0 Reminders. Ja. Gut, dann kommen. War es das? Ja. Na, warte, zeig mal das Backpack noch hinten. Da ist ein Backpack dabei. Was ist denn das überhaupt? Was soll denn das bitteschön sein? Irgendwelche komischen. Ach! Das sind diese komischen. Zeig mal, dreh das mal, ich muss das mal sehen. Das sind auch reaktiv. Das sieht aus, als wären da, was weiß ich, als wären da Dildos drauf, ey. Was ist das? Nein. Guck dir doch die Teile an, ey. Nein. Das also, sieht doch nicht so. Nein. Alter, guck dir das an. Nein, das sieht aus wie diese damals. Guck mal, der links da, das sieht aus wie so ein, was weiß ich. Ja, das sieht so aus wie damals diese komischen Schleimteilchen da. Ja, ich weiß, aber das ist schrecklich. Dreh mal nochmal ein bisschen nach rechts. So. Ja, dreh mal ein bisschen nach rechts, weiter so. Dreh doch mal weiter. Dreh noch weiter. Ja, dass man das mal so sehen kann. Dankeschön. Das ist ja richtig, das geht auch richtig weit nach hinten. Ja. Okay. Wir müssen den Shop bewerten. So, der Teil kriegt von mir. Oh. Was gibst denn du dem? Im Shop, ja. Das neue Item gefällt mir nicht. Ja. Beide neuen Items gefallen mir jetzt nicht so gut. Ja. Der Rest, ich meine, das ist super. Der Rest hier drüben ist in Ordnung. Hier das Set finde ich geil. It's mehr. Also ich wäre sogar bei einem Hated. Hated? Ich wäre bei einem Hated. Mach mal Hated. Ich finde den Shop Schrott. 683 Love It's, 626 It's mehr und 1760 Hated's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was immer in die Kommentare. Use to support a creator sofort gleich der TV, weil das ist mal einfach der coolste. Bis dahin, haut rein. Und tschüss. Ciao.